Folge Nummer 34 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir befinden uns hier im Berchtesgadener Land. Abwasserklärung ist gerade ein bisschen knapp. Wir müssen gucken, dass wir das hier noch ein bisschen in Schwung wieder kriegen. Wir haben ja letztes Mal dieses Kleeblatt hier fertig gekriegt, was kein wirkliches Kleeblatt ist. Naja, in der Natur sehen die ja auch nicht alle passend aus, ne? Wir haben hier Wasser gemacht, wir haben hier Strom, wo ich jetzt gerade nochmal gucken wollte, ob da nicht doch ein Windkraftwerk reingeht. Das müsste doch gehen, oder? Tatsächlich nicht wegen dem Pfeiler da. Naja, okay, dann ist das so. Hier definitiv auch nicht. Und hier ist auch der Pfeiler wahrscheinlich das Problem. Ja. Schade. Hier wird aber auf jeden Fall noch was hingehen. Und dann... zaubern wir dann noch zwei hin. Okay... Was ich letztes Mal überlegt habe, ob man hier eine Mautgeschichte einrichten könnte, ne? Hier an dieser Stelle. Dann könnte man den Tunnel mit Maut nur befahren. Hier war das, ne? Mautstraßen. Dann könnte man hier so eine Mautstation hinbasteln, ne? Wenn es denn geht, ne? Aber so wie es aussieht, geht das nicht, ne? Ort ist bereits belegt. Ja, da geht's so hoch, ne? Also man müsste das erst wegschweißen, wahrscheinlich. Damit man die Mautstelle reinrichten kann. Oder geht's hier oben vielleicht direkt am Tunnel? Ne, ne? Das mag er nicht. Oh, da fährt der erste rein. Sollte man es wegbauen? Zwei Richtungen, okay. Eine Richtung. Also dann geht's aber trotzdem nicht, ne? Ist klar. Soll ich es mal probieren? Ich probiere es mal. Aber geht bestimmt nicht. Sehe ich jetzt schon, wie doof das ist. Aber wahrscheinlich müssen wir noch einen zweiten Teil auch noch abreißen. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt in das linke hier einsnappen will und nicht hier ins rechte, ey. Leider. Gefälle zu Stahl, alles klar. Dann war das ein Satz mit X, dann war das nix. Wie immer. Ja. Abreißen. Nochmal das Ganze. Und dann dahin. Ja, geht so, ne? Können wir so lassen. Ist schon ziemlich hoch da, ne? So, was hatten wir denn hier? Hier ist schon Eisen, ne? Oder was ist hier? Das heißt, wir müssen hier Industrie aufbauen. Ja. Hier ist eine sehr schöne Eisenindustrie-Gegend. So, diese Straße ist ja schon mal schick dafür gemacht, ne? Hier oben... würde ich sagen, macht man Wohngebiet. Hier unten Industrie, ganz klar, alles Industrie hier. Das ist ja das Eldorado der Industrie. Diese Straße ist dann dafür prädestiniert, das zu machen. Ich glaube, wir können dann hier auch tatsächlich schon direkt eine Kreuzung machen, oder? Also hier ist schon zu Stahl. Okay, bis dahin geht's sozusagen.
okay, dann geht's auch weiter hier hoch. Machen wir doch mal so, oder? Erstmal. Hin geht's ja sowieso nicht anders, kann man später mal umbauen. So, da sind wir schon mal weiter. Dann sollten wir hier mit Wasser arbeiten auch. Müssen wir schon verlängern. Geht leider nur bis da, aber ist egal. Und tatsächlich muss hier oben auch noch einer hin. Aber erstmal bis da. So, Heizung haben wir genug. Das ist nicht das Thema. So, dann können wir kleinere Straßen, Stichstraßen bauen. Entschuldigung. Wenn es denn geht, ist die nächste Frage. Doch, geht sogar. Dann würde ich das so machen wollen. Mal rein. Ne, da geht's leider nicht. Ach komm, dann lass das so, oder? Ja. Reicht erstmal so. Da können wir jetzt sofort schon mal den Leuten Wohnraum schaffen. Was die natürlich ein großes Problem haben, ist, dass es hier keine Ärzte gibt und sowas dann, ne? Erstmal. Da fahren alle runter, ne? Was macht man da? Sieht es hier mit Dingens aus? Ist das schon was? Und im unteren Bereich ist sogar schon Industrie, aber das lassen wir hier doch weg. Also hier geht definitiv was hin. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier wenigstens eine Arztpraxis platzieren könnten. Ach, geht überall, wa? Außer hier. Aber hier wäre natürlich ideal, ne? Wegen, ne? Warte mal, da war sie. Okay, das ist dann zu knapp. Das heißt, hier ist schon optimal. Dann kommt da die Arztpraxis hin. Und Feuerwehr. Wenn ich die Feuerwehr hier oben hin mache, dann ist das letzte Haus nicht mehr in Reichweite. Aber da wird's gehen. Zack, machen wir auch. So, Feuerwehr. Polizei würde ich jetzt erstmal weglassen. Und eine Grundschule wäre da noch ganz sinnig, oder? Hier denn noch einen kleineren Einzugsbereich. Die musst du ja hier hin machen. Damit
damit der letzte da oben auch noch das hinkriegt, ne? Da kommt, zack, da kommt sie hin. Ach so, Fußwege wieder, ne? Fußwege sind wichtig. Sims gehen ja gerne zu Fuß. Wo sind sie denn? Da sind sie. Kriegen wir aber bestimmt nicht hier hin, ne? Oder? Oh, guck mal, das geht sogar. Das sind Bergsteiger-Sims, die da hochgehen, aber es funktioniert. Okay. Achso, dann können wir hier vielleicht auch noch irgendwo. Hier sieht es doch prädestiniert dafür aus, oder? Okay. So, eine Buslinie würde ich jetzt auch noch hier favorisieren. Und zwar die wenigstens den Kreis hier einmal fährt, ne? Das ist das Depot. Aber so ein Dingens haben wir hier nicht, ne? So eine große Haltestelle. Aber die könnte man ja einrichten hier. Da ist ein Taxistand. Ne, wir haben nur das Depot. Warte mal gerade. Kein Platz mehr. Friedhof muss jetzt bereinigt werden. So. Dann würde ich den ja schon hier hinbauen wollen, ne? Diesen hier. Der geht hier nirgendwo hin. Da würde er hingehen. Warte mal, da war. Aber da ist schlecht, glaube ich. Wird er hier irgendwo hingehen? Nee. Da war gerade ein grünes Ding wieder. Achso, weil da. Kriegen wir hier hinten hin? Nee. Hier in der Kurve geht es auch nicht. Okay, das bedeutet, wir lassen den hier erstmal weg. Überlegen, wo wir den hinsetzen. Hier irgendwo. Eigentlich hier, ne? So wäre schon cool, oder? Also so ist es verkehrsgünstig, sagen wir es so. So, an Linie 1 starten wir. Achso, das ist Ausfahrt. Um dann nach dahin zu kommen. Der fährt dann hier runter. Und kommt dann hier als erstes an. Ich glaube, da ist schon ganz gut. Hält dann da an. Hält da an. Und hält da noch an, weil ich glaube, dass das noch sein muss. Und dann schließen wir die Runde hier. Gut. Der hat kein Wasser und kein Strom. Strom gibt es auf jeden Fall hier. Jetzt hat er Strom. Und ums Wasser kümmern wir uns auch noch. Zack. Zack, hat er auch. So, aber dann müssen wir noch eine Buslinie machen, die in die andere Richtung geht, ne? Also, irgendwo müssen die ja verbunden sein, ne? Wieso fährt denn der nicht da runter? Wieso fährt der so komisch? Der könnte doch auch einfach hier fahren, oder?
wenn er da kommt. Was ist mit dieser Straße nicht in Ordnung? Die anderen Autos fahren da tatsächlich lang. Wie? Ach so, der fährt dann da lang, da lang und da lang. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, aber das wird sich ja dann wahrscheinlich ändern, wenn ich diese Straße mal umbaue, ne? Also wenn er runter will, fährt er da lang, weil er hier wahrscheinlich schneller fahren kann wie hier oder so. Also ich weiß es nicht. Okay, das wird das Geheimnis von City Skylines bleiben. Okay, der Bus fährt aber ja, wie gesagt. So, jetzt haben wir noch eine zweite Linie, wollen wir noch machen. Die dann hier auch das Wechseln ermöglicht, ne? Oh Gott. Und der soll jetzt hier hinfahren, ne? Habe ich so gedacht. Dahin. Wie kommt man denn? Da rein. Ach so, der, dann ist die Haltestelle verkehrt. Ich wollte hier rein. Hier. Hier. Wo ist er denn jetzt? Da. Wo ist denn jetzt hier die Haltestelle gelandet? Da. Zieh die nochmal weg. Mach die hier hin. Mach die da hin. Da gibt es irgendwo eine Stromverbindung, die nicht passt. Mach die da hin. Da. Da. Dort. Dort. Und schließen. So, die Busse fahren schon mal. Nee. Keine Linie bauen. Linie weg. Linie erledigt. So, letzte Buslinie war die. Gucken wir uns mal genauer an. Da fährt ja keiner, ne? Ja, ein Bus ist vielleicht zu wenig, aber höchstens zwei lassen wir da erstmal fahren. Und ich glaube, da kümmern wir uns jetzt auch noch um die weiteren Geschichten. Ey, ich habe nicht gesagt, wegmachen. Hat er jetzt was weggemacht? Nein, ne? Die Linie gibt's noch und die Linie gibt's auch noch. Alles gut. Nochmal Busse. Und diese Linie. Fahren nur Erwachsene mit. Aber, puh. Sind schon einige drauf, ne? Fahr da mal mit drei Bussen, das reicht dann, ne? Erstmal. Erstmal. Immer erstmal sagen, ne? Hier kann man jetzt Busmodell auch. Achso, Schulbus, okay. Ja. Hier ist schon alles voll, ne? Wird sehr gut angenommen, oder wie sehe ich das? Also, da sind ganz viele Busse, die sehr voll sind. Das heißt, wir erhöhen mal hier auf 20 Busse.
Komme ich denn... Ah, da. Linienübersicht. Wo kann ich das schließen? Zweite Linie. Ist auch voll. Zwei Busse mehr. Linienübersicht. Schließen. Dritte Linie. 10 Busse. Sind auch voll. Auch zwei mehr. Linienübersicht. Schließen. Ich glaube, das war Nummer 3. Nummer 4. Voll. Ja, definitiv auch zwei Busse mehr machen. Ich glaube, das war Linie 4. Jetzt nehmen wir Linie 5. Hier sind auch ganz viele volle. Linie 5. Dann sind wir jetzt bei Linie 6. Linie 6 ist da einer voll, aber der Rest ist so durchwachsen. Das heißt, das lassen wir so. Linie 7. Das sind nur 3 Busse. Die waren schon angepasst, alles klar. 21, 10. Ich mach mal gleich aus den 3 und 5. Ich glaube, die wächst auch noch. Ach, dann lass 6. Und Linie 8. 2 Busse. Dürfen gleich schon 4 sein. Okay. Haben wir. Wasser, Abwasser müssen wir was machen. Strom, Strom ist gut. Müll, Müll ist okay. Schule. Grundschule ist super. Oberschule gibt es auch. Uni haben wir noch nicht. Zufrieden sind die Leute bis aufs Gewerbegebiet. Aber da wird sich ja auch bald was ändern wahrscheinlich. Wenn wir da oben, nach dem Gewerbegebiet war es blauer. Das ändert sich ja nicht unbedingt. Hier sind wir gut. Hier sind wir gut. Kinderbetreuung haben wir irgendwo auch. Altersheim haben wir auch schon eins. Okay, das ist Übersicht, Wind, Verkehr. Wie sieht es denn mit dem Verkehr aus? Hier sieht es gerade mit dem Verkehr auch doch gut aus. Warum das rot ist, keine Ahnung. Unsere Hauptprobleme sind hier, wie immer, an diesen Kreisverkehren, aber ist so, lassen wir erstmal so. Vielleicht bauen wir demnächst noch eine weitere Brücke oder sowas darüber. Hier rein ist natürlich auch nicht so leicht. Ja, muss mal gucken. Vielleicht können wir hier noch was ändern, dass gleich eine zweispurige Straße wird. Müssen wir mal schauen. Staut sich auch hier rein. Was ist hier, dass der da so lange wartet? Gibt es da eine Ampel oder was? Nee. Machen wir da die Stoppstraße erstmal hin. Weil hier sind ja nicht so viele. Aber warum die jetzt hier wieder stehen, weiß keiner. Es ist keine Stoppstraße. Ihr könnt durchfahren. Dürft ihr sogar. Was ist... Oh, ey, da sind Fahrer, ne, die haben Führerschein im Lotto gewonnen oder so. Jetzt habe ich hier Stoppstraße gemacht, zack, ist hier voll, ne? Ja, vielleicht muss eine Ampel hin, die dann so reagiert, dass da nicht so oft gefahren wird. Aber wie wir sehen, staut sich jetzt hier durch die Stoppstraße auch. Also ist sowieso schäbig. Ja, wenn du wegmachst, ändert sich auch nichts. Die Ampel hier ist das Problem, oder wie sehe ich das? Muss hier eine Ampel sein? Ich glaube, da muss gar keine Ampel sein, oder? Ich glaube, da muss doch keine Ampel sein. Weil hier ist ja eigentlich nur Einbahnstraße. Die kommen von da, alles ist gut. Ich glaube, jetzt wird es besser. Hier ist der Verkehrsfluss eigentlich mehr gegeben jetzt dadurch. Ich lasse das mal so. Gut, wir waren hier. Verschmutzung ist klar. Hier unten, wo Industriegebiet ist, ist richtig dreckig. Und da ist es Wasser. Achso, Wasser. Wasser ist gut. Ein Anhaltspunkt für Abwasser. Das hier, ne?
Dann würden wir da schon was wegreißen. Will ich aber gar nicht, ne? Lass uns da einbauen dann. Ohne wegreißen. Und kurz da dran gebaut. Passt, dann läuft das auch. Dann sollte das heizungstechnisch jetzt nicht. Sondern Wasser. Wieso? Achso, weil ich jetzt hier in dem Pool bin. Sollte. Ah, da ist er gleich schon hochgesprungen. Alles ist gut. Läuft, ne? Ja, da sehen wir unsere Linien, ist klar. Robbery. Sehe ich jetzt nirgendwo groß. Alles ist. Ja, hier ist ein bisschen schlechter. Da müssen wir dann mal überlegen. Aber zurzeit sag ich mal eher nicht, weil noch niedrig. Bevölkerung. Ist auch sehr schön. Wir haben auch Kinder, wir haben Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene und Rentner, Senioren. Alles passt. Verbindung, ausgehende Verbindung, Import, Export, haben wir Export. Ja, hier ist ganz viel grüner Export. Waldprodukte werden da exportiert, das ist gut. Bodenrichtwert, hier natürlich teuer und hier auch schon in Zentren. Alles gut. Rohstoffe sind klar. Hier haben wir was falsch gemacht, ne? Hier war eigentlich nicht Wohnen, sondern eigentlich war hier Holzen. Naja, müssen wir mal gucken, dass wir das hier vielleicht noch als Holzabbau machen. Stadtviertel. Freizeit, naja, die Parks sind jetzt noch nicht so dolle, ne? Geländehöhe ist klar. Heizung haben wir schon geklärt. Straßeninstandsetzung, ja genau, Instandsetzung. Ist hier hinten natürlich schlecht. Könnte man hier noch so eine Straßenbaumeisterei da, Straßenmeisterei bauen. Also hier will keiner so, die Straßenbaumeisterei will da nicht so hin, ne? Da wird sie hingehen. Achso, die Seite muss von da kommen, ne? Wenn ich sie hier hinbaue. Na, wird da hinten auch fast abgedeckt sogar. Und da hätte ich dann definitiv den ganzen Tunnel mit abgedeckt, ne? Wenn ich es hier baue. Ah doch, da habe ich auch den Tunnel abgedeckt. Den ganzen Tunnel habe ich dann da auch abgedeckt, wenn ich das baue. Ist auch noch leicht grün, ne? Aber wieso da wieder nicht? Er muss hier sein. Ach so, da kann niemand hinfahren, weil es noch Einbahnstraße in Anführungsstrichen ist. Alles klar. Also egal wo. Im Prinzip. Ich glaube, wir bauen das hier hin. Zack. Dann haben wir das auch. Zustand. Ja, Zustand muss ja noch gut sein, ne? Warum mag er den Zustand jetzt nicht? Ja, weil ich hier im Baumenü bin. Ne, da war es nicht. Da war es und dann den Zustand. Oh, hier ist er tatsächlich schon schlecht, der Zustand, ne? Aber warte mal, wir müssen nochmal dahin. Ah, hier ist es aber auch erst. Verschneite Straßen. Oh, überall rot. Dieser Kreisverkehr ist ja ganz interessant. Schlecht? Wieso sind die Straßen alle schlecht? Hier ist auch schlecht. Nein. Ach, Autobahnen werden nicht gestreut, oder was? Da sind andere für zuständig. Wo sind denn die?
Machen die gerade Urlaub oder was? Schneedeponie. Räumung beendet. Zack. Dann fahren wir raus. Ich glaube, das ist unser Problem, dass wir gerade... Räumung beendet. Das ist zwar jetzt Müll hier. Ah, siehe da. Kommt. Mit grün. Alle voll. Voll mit Schnee. Ah. Oh. Jetzt finden die mal auf der Schnelle, ne? Hier war auch irgendwo noch Schnee. Jetzt fahren sie raus. Ja, die sind alle vorsichtig gefahren. Überhaupt kein Problem, ne? Ich sehe jetzt natürlich keine weiteren Schneedepots mehr. Hier muss auch noch irgendwo eins sein. Das ist Müll. Da ist nichts. Schade, sieht man im Zustand jetzt nicht. Mach mal aus. Oh, und da ist Nacht. Warte mal, wo war eins? Das ist der Friedhof. Ah, jetzt sieht man die noch nicht mehr da. Dann hat es keinen Sinn, dann müssen wir über... Wie war denn das? Straßen. So, da haben wir eins. Okay, und da ist eins. Hä, ist jetzt nicht so viel, ne? Hier ist aber fast alles abgedeckt. Ja, die letzten Stichstraßen werden wir nicht nehmen. Und das bedeutet, dass hier auch eins hinkommt. Also diese Straße ist nicht dafür geeignet. Okay. Ja, da müssen wir noch was machen, dass das was wird. Aber da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.